Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Heute geht's mal um was anderes, nicht so wie sonst, um wie verdiene ich GTA Dollar oder wie funktioniert eine Mission, sondern am 8. November hat ja Rockstar gepostet, dass am Anfang Dezember der Trailer rauskommt für GTA 6. Darüber bin ich auf jeden Fall ziemlich happy. Endlich mal wieder ein neues GTA und alles wieder von vorne aufbauen. Da freue ich mich schon. Ich denke mal, wenn dies Anfang Dezember, sage ich mal, ankündigen, dann wird es, also das ist nur meine Meinung, ich würde sagen, dass es dann ein Jahr später dann rauskommt. Das heißt, so um Oktober 2024, aber so wie ich auch Rockstar kenne, wird es dann auf jeden Fall, ja, das wird verschoben, gehe ich mal davon aus, weil sie dann irgendetwas nicht hinbekommen oder rechtzeitig fertig haben oder sonst irgendetwas. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf den Trailer, um irgendetwas zu erfahren zu GTA 6, wann das ungefähr rauskommt. Und vielleicht kann man auch ein paar Bilder sehen, ein paar Videoausschnitte. Und ich bin richtig hyped drauf und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Was ich auch mal was sagen wollte, ist auf jeden Fall das DLC im Winter. Ich denke mal, diesmal ist es irgendetwas mit Aliens. Also ich habe das Gefühl, es tauchen immer mehr Aliens auf. Immer mehr Easter Eggs und Clifford und so weiter kommt in den, oder Avon kommt in den Vordergrund, UFOs werden immer mehr gesichtet, Aliens und ich habe irgendwie das Gefühl, das hat irgendetwas mit Aliens zu tun. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die GTA 6 Story an der GTA 5 Story praktisch anknüpft. Das heißt, dass die Geschichte weitergeht von GTA 5. Das wäre ja nice und ja, das wäre vielleicht mal interessant, einfach die Geschichte weiterzumachen, vor allem mit den ganzen Aliens und so weiter. Also das wäre eine Möglichkeit und die wäre gar nicht verkehrt, sage ich mal. Das, was ich sagen wollte, ist, ich habe irgendwie das Gefühl, Doomsday 2 oder sowas kommt raus, dass man ganz viele Missionen dazu kriegen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir diesmal ein großes Update bekommen. Und ja, also ich glaube, jeder kennt das Bild auf Mount Chiliad von, ja, von der Basis sozusagen, wo man eigentlich gar nicht reinkommt, außer mit Doomsday, mit Avon oder Clifford. Was ich jetzt neu entdeckt habe, ich habe es bis jetzt bei noch niemand gesehen, und zwar auf dem Mount Chiliad, da in der Nähe von dem Bild, da ist unter so eine, ja, Aussichtsplattform ein Bild unter der Aussichtsplattform. Das habe ich bis jetzt bei niemandem gesehen. Kann mir das jemand sagen, ob das jemand schon mal entdeckt hat und was es vielleicht ist? Ihr seht es vielleicht jetzt gleich im Hintergrund. Ich zeige es euch mal, wo das ist und was es bedeuten könnte. Hat es wieder was mit Alien zu tun oder eher was mit Clifford, Avon? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hatte es bis jetzt noch nie entdeckt und noch nie gesehen. Das war zufällig, habe es gesehen. Und ja, ich war überrascht, dass bis jetzt eigentlich ich das noch nie auf YouTube oder sonst irgendwo gesehen habe. Vielleicht habe ich das auch übersehen.
Das kann auch sein. Ja, auf jeden Fall diese ganzen UFOs, die überall verstreut sind in GTA. Ich finde es super. Also ich finde es eine schöne Geschichte. Das passt dazu. Irgendetwas Mysteriöses und so weiter. Eigentlich richtig, richtig schön. Im Gegenzug zu Gangster, Banken ausrauben und so weiter. Richtiger Gegenpart, wo man sich dann auch mal erfreuen kann. Auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie das Winter-DLC wird. Wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, das wird irgendwas mit Doomsday 2, Clifford kommt zurück, erwacht oder sonst irgendetwas oder Avon erwacht oder irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall freue ich mich drauf mit Aliens, Clifford, Avon und so weiter. Und ja, und für die Leute, die übrigen Videos von mir noch nicht kennen, bei mir auf dem Kanal werden überwiegend Videos gezeigt, wie man auf GTA 5 online Geld macht, offiziell, also nicht glitchen und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn du ein Abo hinterlassen würdest. Der ist kostenlos. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein Video von mir. Und ich bedanke mich mal für das Zuschauen von dem Video und bye.